Ich bin gekommen mit einem Gefühl, dass ich noch nicht so ganz in meiner Kraft bin und so ein bisschen neben mir stehe und so ein bisschen fremd in der Gegenwart bin. Und habe die Klangschale vom Kehlkopfchakra gehabt und da habe ich im Moment so ein schwerende Kräfte, also Spannung und so Kontrollspannung. Und ich habe dann, weiß ich nicht, einfach nur auch die anderen Klangschalen auf mich wirken lassen und hatte selbst nicht so die Kraft, ganz viel zu machen. Und habe gedacht, ach, lass es einfach laufen. Und ich habe dann ein Bild bekommen, wo also in der Dunkelheit eine Klangschale steht. Und die Klangschale selbst ist leer. Also da ist nichts drin. Und dann veränderte sich das Bild und in der Klangschale war eine winzig kleine, schemenhafte Schlange, die so am Häuten war, sich häuten war. Und auf der Klangschale war dann ein ziemlich schwerer goldener Deckel, also wie so ein Topf. Und hat also gefühlsmäßig diese Klangschale fast erdrückt. Und dann tauchte von außen eine Kobra auf, die sehr viel größer war, also größer auch als dieser Topf mit dem Deckel. Und die hatte stechende Augen, also ganz starke Augen. Also die bestand irgendwie fast nur aus Augen. Aber ich habe sie schon gesehen, aufgerichtet über diesen Topf. Und dann habe ich das Gefühl von Schmerz immer noch im Segment vom Herzen, hinten im Rücken. Und habe dann aufgehört, die Klangschale zu spielen, habe mich so mit den Händen ein bisschen abgestützt und bin so in eine Drehbewegung gekommen, in so eine Bewegung, die habe ich erst von oben initiiert und dann habe ich sie aber von unten initiiert, diese kreisförmige Bewegung. Und dann fing an, der goldene Deckel zu schmelzen auf dieser Klangschale. Also diese Rille, da lief dann das Gold sozusagen in diese Klangschale hinein. Ja, das war's denn.